Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir uns diese Aktie detaillierter anschauen. Wir werden auf die Income Statement eingehen, also Umsatzseite. Wir werden uns auch anschauen, wie sich das Bargeldverhältnis verändert hat in dieser Zeitperiode. In der Bilanzsumme auf der Bassseite werden wir uns anschauen, wie hat sich das Eigenkapital erhöht und die Gesamtverschuldung. Den Fernwert werden wir uns auch mal anschauen. Wo liegt er aktuell? Wie ist er im 5-Jahres-Durchschnitt? Mal schauen, wie hoch die Payout-Ratio ist aktuell zum aktuellen Earnings per Share und zum freien Cashflow. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und nun starten wir mit der Präsentation der Firmenanalyse. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Ticker. Den könnt ihr in Google Search gerne eingeben, dann seht ihr auch den aktuellen Kurs der Aktie und andere Finanzseiten. In der Income Statement Umsatzseite könnt ihr sehen, wie der Umsatz sich in dieser Zeitperiode verändert hat und auch den Rohertrag, also Gross Profit und Operating Income, das Betriebsergebnis. Wichtig ist, es sollte auf alle Fälle positiv sein in dieser Zeitperiode, dann heißt es, der Umsatz konnte gesteigert werden und auch das Betriebsergebnis. Ist das Ganze negativ, dann haben wir einen Umsatzretourgang und wichtig, auch das Betriebsergebnis, wenn das negativ ist, heißt das Rückschritt. Weiter unten könnt ihr sehen, den Vorsteuerumsatz und den Nettoumsatz nach der Steuer. Wichtig ist, hier ist auch zu betrachten die ausstehenden Aktien, denn die Stückzahl der Aktien, die, wenn das Aktienrückkaufprogramm aktiviert ist, wird die Stückzahl ja weniger, steigen die Earnings per Shares, auch wenn der Nettoumsatz weniger ist. Und wichtig auch, der Nettoumsatz in der Income Statement, also in der G&V-Seite, sollte auf alle Fälle positiv sein und auch in der Übersicht sollte es einen Wertzuwachs haben, also eine Steigerung. Hier unten könnt ihr sehen den Bargeldbestand. Wichtig ist, dass das Bargeld auch jedes Jahr mehr wird. Ist das nicht der Fall, dann heißt das, dass die Cashflow-Seite negativ ist und das Bargeld immer weniger wird. Darum ist auch wichtig, dass in dieser Zeitperiode das Bargeld mehr wird oder auf alle Fälle mal seitwärts läuft. Der freie Cashflow ist auch wichtig, sollte auf alle Fälle vorhanden sein, denn ohne freien Cashflow können wir keine Dividende zahlen. Oder es wird durch Schulden finanziert oder es reduziert unser Eigenkapital. Und ganz unten könnt ihr die Dividende inklusive der Sonderdividende sehen, die in diesem Jahr ausbezahlt wurde. Hier sind wir in der Balance Sheet Liability Seite, also in der Bilanzseite auf der Passivseite. Wir sehen hier die Zeitperiode und wir sehen auch die Langverbindlichkeiten und die Gesamtverschuldung. Die wäre, wenn es optimal wäre, sollte die Verbindlichkeiten sich nicht erhöhen. Falls sie sich erhöhen, ist das wichtig, wie sieht das Eigenkapital aktuell aus und die Eigenkapitalquote, die wir später sehen werden. Hier unten könnt ihr auch sehen, das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist wichtig, denn das Eigenkapital sollte sich auch in der Zeitperiode vermehren. Läuft es seitwärts und die Verschuldung wird höher, haben wir eine geringere Eigenkapitalquote. Und wird das Eigenkapital sogar weniger oder es ist keines vorhanden, dann haben wir kein gutes Ergebnis. Das heißt, wir reduzieren unser Kapital der Aktionäre und die Verschuldung wird wahrscheinlich mehr. Weiter unten könnt ihr aktuell die Stückzahl der Aktien sehen. Wichtig ist auch, wird diese Zahl weniger, ist das Aktienrückkaufprogramm aktiviert, steigt der Wert in dieser Zeitperiode, dann haben Sie neue Aktien auf dem Markt wieder rausgegeben. Und ganz unten könnt ihr sehen, den Buchwert pro Aktie. Den Buchwert pro Aktie kann man berechnen, das Eigenkapital durch die ausstehenden Aktien. Und wichtig, wenn das Eigenkapital mehr wird und die Aktienstückzahl weniger wird, erhöht sich auch unser Buchwert. Und der Buchwert pro Aktie wird für uns besseres Verhältnis. Hier sehen wir aktuell das Shareholders Equity Ratio in dieser Zeitperiode. Optimal wäre ein Shareholders Equity Ratio über 30. Unter 30 heißt es auf alle Fälle Achtung, aber es gibt bestimmte Branchen, so wie Banken und Versicherungen, da liegt das Eigenkapitalverhältnis zur Bilanzsumme ungefähr unter 30, um die 10% oder sogar noch niedriger. Und ganz unten könnt ihr sehen, ob das Betriebsergebnis die Langfristigkeiten auf Null setzen kann. Ist das Verhältnis pro der Zeitperiode 1 zum Beispiel, heißt das, das Betriebsergebnis kann die Langfristigkeiten auf Null setzen. Ist das Verhältnis unter 1, ist das positiv zu sehen, das heißt, das Betriebsergebnis ist mehr oder höher wie die Langfristigkeiten. Über 1 heißt, wir brauchen mehr Betriebsergebnis, um die Langfristigkeiten auf Null zu setzen. Hier sehen wir aktuell den Fernwert.
der faire Wert aus den aktuellen Earnings per Shares und Eigenkapital. Und weiter unten können wir sehen, 5-Jahres-Earnings-per-Share-Verhältnis zum 5-Jahres-Eigenkapital-Verhältnis und daraus der faire Wert. Und ganz unten können wir sehen, vom Nettozuwachs der faire Wert. Wichtig ist, der Nettozuwachs kann auch mal 20% oder 30% bei Anno sein. Dann ist dieser faire Wert höher wie der faire Wert aus dem aktuellen Earnings-per-Share und dem Buchwert. Hier sehen wir aktuell Wachstum oder Schrumpfung. Kann die Dividende gesteigert werden? Das sehen wir generell ganz oben, dass die Dividende per anno positive Steigerung hat. Unten sehen wir das Eigenkapital. Wäre auch gut, wenn das Eigenkapital jedes Jahr mehr wird, denn dann reduziert sich das Preis-Buch-Verhältnis, falls der Aktienkurs seitwärts läuft. Und ganz unten könnt ihr aktuell sehen, den Nettozuwachs oder Nettoabgang, falls eben der Nettoumsatz da ist und nicht negativ ist, haben wir hier auch eine positive Zahl stehen. Hier könnt ihr aktuell sehen, das Payout Ratio zum Earnings per Share Verhältnis und freien Cashflow Verhältnis. Hier sollte es auf alle Fälle sein, umso niedriger die Prozentzahl ist, umso besser ist es für uns, dass die Dividende schön bezahlt werden kann. Und auch unten beim freien Cashflow sollte es auf alle Fälle auch, umso niedriger, umso besser für uns, dass die Dividende auf alle Fälle auch weiter bezahlt werden kann. Hier sehen wir aktuell die Finanzdaten, also Wachstum oder Schrumpfung. Und wir sehen die 5-Jahres-Übersicht und in der Trailing 12-Month-Bilanz. Wir sehen auf alle Fälle Gross Margin. Wie viel Prozent bleibt vom Gesamtumsatz über, abzüglich aller Kosten, Produktionskosten, Vermarktung und Mitarbeiter. Und ganz unten sehen wir dann, abzüglich der Steuer- und Zinslast, was bleibt generell über vom gesamten Umsatz. Und dieser Betrag wird dann in die Cashflow-Seite übertragen und dann kommen andere Ausgaben und Eingaben. Und dann entsteht das Bargeldzuwachs oder Bargeldabgang. Darum ist auch wichtig, was wir schon gesehen haben in der Income Statement, das Bargeld. Das Bargeld sollte auf alle Fälle der Zeitperiode positiv sein oder auch mehr werden. Wird das Bargeld weniger, heißt das für uns, dass die Cashflow-Seite weniger ist oder negativ ist und dann das Bargeld immer reduziert wird. Hier können wir wichtige Daten sehen, das Return on Investment, Return on Asset, also Return Asset zur Bilanzsumme oder Return Equity, der Nettoumsatz zum Eigenkapital gesetzt in Prozent. Wichtig auch, ganz oben rechts könnt ihr sehen, das Preis-Sales-Verhältnis. Hier wäre es optimal, wenn dieser Faktor unter 3 ist, dann kaufen wir den Umsatz zum aktuellen Kurs zum dreifachen Umsatz. Ist das Verhältnis 1, dann kaufen wir die aktuellen Kurs zum aktuellen Umsatz pro Aktie. Das wäre gut. Das Preis-Buch-Verhältnis sollte auch unter 3 sein. Liegt es höher, kaufen wir höher als unser Buchwert. Und der Buchwert optimal wäre, wenn hier 1 stehen würde. Wenn hier 1 steht, heißt das, wir kaufen aktuell zum Eigenkapital ein. Und das Eigenkapital, das Shareless Equity, gehört ja uns. Und ganz unten könnt ihr sehen, das Verhältnis langer Verbindlichkeiten zum Eigenkapital. Wenn hier der Faktor 1 steht, heißt das, dass die langen Verbindlichkeiten durch das Eigenkapital gedeckt sind. Oder auch die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital, das Verhältnis, wenn hier alles unter 1 steht, heißt es, ist sehr gut. Ist es über 1, heißt es, wir benötigen mehr Eigenkapital, damit die Verbindlichkeiten auf 0 gesetzt werden können. Hier noch ein paar Daten, zum Beispiel die aktuellen Kurs an der Börse, die Marktkapitalisierung, die Earnings per Share Trading 12 Month und auch der freie Cashflow und das KGV, das Price-Earnings-Ratio und das Verhältnis vom freien Cashflow pro Aktie zum aktuellen Kurs. Ganz oben seht ihr wieder rechts, oben seht ihr die Dividende und die Dividendenrendite und weiter unten seht ihr das Ganze am 5-Jahres-Durchschnitt. Wie waren die 5-Jahres-Earnings-per-Share, wo war das freie Cashflow pro Aktie auf 5-Jahres-Durchschnitt und wie sieht das Verhältnis aus? Hier wäre es optimal, wenn das Verhältnis unter 22,5 liegt. Earnings-per-Share und beim freien Cashflow. Dann kaufen wir die Aktie auf alle Fälle wieder sehr gut ein, im 5-Jahres-Durchschnitt. Das war's mit meiner Präsentation von dieser Firma aktuell. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert geben. Falls ihr Informationen benötigt, detailliertere oder auch eine Chart-Analyse haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.